Und jetzt gebe ich Ihnen 5 der 600 Fragen auf diesem Bogen. Sie können sich gerade mal selber schnell einschätzen und nachher erfahren Sie, was statistisch dabei rauskommt. Also, das ist die 4. Frage und jetzt kommen die 5 Einzelfragen, also 4-1. Darf man beim Kartenspielen auch mal mogeln? Schreiben Sie also bei 4-1, ja oder nein? Am besten ist jetzt, wenn jeder für sich selber kurz was notiert, damit man die Leute um sich herum momentan gar nicht beeinflussen kann. Nummer 2. Ist es okay zu lügen um des eigenen Vorteils willen? Wir reden jetzt nicht von einer Lüge, um jemanden zu schonen oder zu schützen, sondern zu lügen um des eigenen Vorteils willen. Ist das okay? Ja oder nein? Ist es okay, 3. Frage, zu betrügen um des eigenen Vorteils willen? Betrug. 4. Ist es okay, bis zur Körperverletzung zu gehen, um des eigenen Vorteils willen? Das könnte ein Raubüberfall sein zum Beispiel. Nummer 5, da geht es jetzt bis Mord und Totschlag. Ist das okay, um des eigenen Vorteils willen? Diese Quizfrage löse ich sofort auf. Die Frauen haben in der großen Mehrzahl gemeint, es sei okay, beim Kartenspiel zu mogeln. Das fanden die Männer entsetzlich. Das geht gegen die Spielregeln, Himmel, Arsch und Zwirn. Und gegen eine Regel verstößt ein Mann nicht. Niemals. Die Frauen sind ja so inkonsequent. Die halten sich ja nicht an die Regeln. Die machen heute so, morgen so. Ist ja entsetzlich mit diesen Weibern. Also die Frauen fanden die Mogelei, nicht alle, aber weitgehend, okay. Bei allen anderen Fragen haben sie gesagt, nein, nicht okay, die meisten Frauen. Die Männer haben zu 74% fanden sie es völlig okay zu lügen. Zu 50% fanden sie das Betrügen noch völlig okay. Zu 25% Körperverletzung und zu 15% Mord und Totschlag. Aber beim Kartenspiel mogeln, das darf man nicht. So, 5. Frage. Gewaltanwendungen. Schätzen Männer und Frauen Gewalt gleich ein? Wenn wir also in einem Fragebogen fragen, das sind jetzt Ergebnisse von Buss, Evolution des Begehrens, das haben wir wahrscheinlich auch draußen, auch ein ganz tolles Buch, amerikanischer Psychologe, sehr viele eigene Studien gemacht weltweit. Ein Fragebogen, auf dem Leute gefragt werden auf einer Skala von 1 bis 7, wie sehr sie gewisse Gewalttaten schlimm finden. 7 Punkte wären Mord und Totschlag. Wo auf dieser Skala würden Frauen und Männer zum Beispiel einschätzen, wie Frauen eine Vergewaltigung einschätzen täten? Die Männer bei 3,5, die Frauen bei 6,5, also ganz kurz vor Mord. Die Männer haben gemeint, die Frauen würden dem 3,5 Punkte geben. Und bei Videoclips, die man gezeigt hat, haben Männer gewalttätige Szenen regelmäßig dramatisch unterbewertet. Das sei ja nichts, ne? Ja.